Dank der Parks der Olivenbäume können Familien und Kinder eine angenehme Zeit verbringen. Er befindet sich weit weg von allem Lärm der Stadt an der frischen Luft. Der Park huldigt dem wichtigsten Symbol des Salentos, dem Olivenbaum. Zusammen mit dem Weinstock war der Olivenbaum eine der bekanntesten Pflanzen in Apulien seit dem 7. Jahrhundert vor Christus. Es gibt noch heute noch so viele Olivenbäume, auch dank der Basiliusmönche, die über die Jahrhunderte weite Gebiete des Salentos an sich nahmen und anfingen, vor allem Olivenbäume anzubauen.